In diesem Video lernen wir NPCs kennen, die uns dreckig übers Ohr hauen. Wir erleben, was passiert, wenn wir uns eine moralische Fehlentscheidung erlauben. Entwickler konfrontieren uns mit unseren größten Ängsten und wichtige Spielfiguren verweigern im Kampf einfach ihren Dienst. Wir haben unbeschreibliche Szenen in diesem Video für euch zusammengesammelt, die es schlicht auf den Punkt bringen. Diese Videospiele trollen uns aufs Übelste. Viel Spaß dabei! Wenn ihr eingefleischte Pokémon-Fans seid, dann werden bei euch beim Namen Mindy bereits unheilvoll die Alarmglocken schrillen, weil ihr euch dunkel daran erinnert, dass ihr damals von ihr aufs Übelste aufs Kreuz gelegt worden seid. Wir erläutern den Sachverhalt aber nochmal gern. Mindy, das war der niedliche NPC aus Pokémon Diamant und Perl, die uns ein Angebot gemacht hat, das wir unmöglich ablehnen konnten. Wir sollten ihr ein Meditales geben und sie uns dafür ein Alpollo, das sich dann in unseren Händen zu einem Gengar weiterentwickeln sollte. Denn manche Pokémon entwickeln sich eben nur per Tausch weiter. Und ein Gengar ist schon ein richtig gutes Pokémon. Wer die Originalspiele oder die Switch Remakes gespielt hat, der weiß, was jetzt passiert. Wir tauschen also mit ihr und Mindy macht sich direkt im Anschluss über uns lustig, denn sie erklärt uns hämisch, dass sie Alpollo im Vorfeld einen Ewigstein überreicht hat, der das Pokémon davon abhält, sich weiterzuentwickeln. Der Tausch hat uns also 0, nix gebracht. In dem Moment hasst du Mindy. Und das geht nicht nur uns so. Mittlerweile gibt es sogar eine ganze Hass-Community um Mindys Charakter. Das Subreddit namens Fuck Mindy hat mittlerweile schon über 20.000 Mitglieder und wächst immer noch. Dead Rising 3 hat viele mögliche Enden, aber wenn es dich überkommt und du nur eine schlechte Entscheidung triffst, dann tritt dir das Spiel mit Anlauf in den Hintern. Es ist auch irgendwie komisch. Wenn du dich am Ende vor der Horde mit dem Flugzeug in Sicherheit bringen willst, dann kannst du Screw Everyone, Time to Leave wählen, was so viel heißt wie Scheiß auf die anderen, ich hau jetzt ab. Und du willst das Flugzeug besteigen. Nur tauchen genau in dem Moment dann deine Freunde auf, erkennen, was du vorhattest, hauen dir ordentlich eine rein und machen sich dann ohne dich aus dem Staub. Wahrscheinlich wolltet ihr, genau wie wir, nur mal schauen, ob wir mit der Aktion durchkommen würden. Aber da haben wir wohl die Rechnung ohne die Entwickler gemacht. Wait a second. I was just having a little fun. I'm sorry, you guys. Es gibt eine Mission in GTA 5, bei deren Auflösung dir der Kragen platzt vor Wut. Einfach, weil du dich so unfair behandelt fühlst. Aber der Reihe nach. Eine Frau namens Abigail betraut uns mit der Aufgabe, nach Beweisen zu suchen, ob ihr Mann gewaltsam ums Leben gekommen ist. Und wir nehmen an. Also suchen wir im tiefen Wasser um das U-Boot herum nach 30 Beweisstücken. Und das dauert lang, sehr lang. Natürlich erwartest du nach dieser Strapaze auch eine anständige Belohnung von Abigail. Aber zurück auf dem Dock überreicht sie Michael bloß $10 und ein signiertes Foto ihres toten Mannes. Wir haben jetzt die Wahl, Abigail laufen zu lassen oder ihr ein nettes Bleigeschenk in den Hinterkopf zu verpassen. Die meisten werden wohl die zweite Option gewählt haben, aus nachvollziehbaren Gründen. You gotta be fucking kidding me. Fat bastard. Bleiben wir noch kurz bei der GTA-Reihe. Body Positivity ist mittlerweile ja fester Bestandteil unserer Kultur. Aber früher waren die Zeiten noch anders. Und das hat vor allem CJ aus GTA San Andreas zu spüren bekommen. Du konntest CJ schlank und durchtrainiert, aber auch mit Bauch herumlaufen lassen. Nur hatte seine Konstitution auch Auswirkungen aufs Gameplay. Eine Mission schlägt sogar fehl, wenn CJ zu schwer ist. Denn er kann dann keinen Jetpack steuern, weil er einfach nicht hochkommt. Fußgänger bepöbeln den übergewichtigen CJ am laufenden Band und selbst von seinen Freunden muss er sich ständig anhören, dass er endlich ins Gym gehen soll. Allerdings gibt es auch eine Lady, die es nur auf den moppligen CJ abgesehen hat. Und wenn der nicht sofort auf ihre Flirtereien anspringt, wird sie ziemlich deutlich. Die Dame steht offensichtlich auf den moppligen CJ und das ist auch gut so. You wanna come in for something hot and wet? No, I'm good, thanks. In Deutschland leiden 5-10% an Arachnophobie, der Angst vor Spinnen. Wobei wir den Anteil sogar höher geschätzt hätten. Jedenfalls spielen auch Entwickler mit der Angst vor den kleinen Krabbelfiechern. Aber einige sind deutlich fieser als andere. In Evil West scheinen es die Macher erstmal gut mit uns zu meinen. Denn es gibt in dem Action-Adventure die Möglichkeit, den Spinnenmodus auszuschalten, sodass im Gameplay nur noch die Netze übrig bleiben und wir vom Anblick der Achtbeiner verschont bleiben. So weit, so gut. Nur gibt es Gamer, die herausgefunden haben, dass man den Modus auch wieder anschalten kann. Und dann bekommst du den Schock deines Lebens, denn die Spinnen kehren zurück, aber multipliziert mit 10.
Das ist der komplette Spinnen-Overload und du musst durch die Heerscharen an Spinnen regelrecht durchpflügen. Als echter Arachnophobiker läufst du spätestens jetzt kreischend aus dem Zimmer. Das erinnert uns übrigens an den genialen April-Scherz von 2021, als die Entwickler von Metro Exodus einen Teaser laufen ließen, der einen Arachnophobie-Modus ankündigte. Natürlich als Scherz. Aber alle Spinnen tragen in diesem Teaser niedliche Partyhütchen, was die Angst vor ihnen zumindest auf ein Minimum senken sollte. Wenn du als ahnungsloser Spieler in Yakuza 6 an bestimmten Orten in Kamurocho Fotos machst, dann kannst du dich ziemlich erschrecken. Denn es kann sein, dass du einen Geist auf dem Foto festgehalten hast. Und die sehen ziemlich griesgrämig aus. Aber einfach so in die Pampa fotografieren ist nicht. Du musst zuallererst die in der Stadt verteilten Fotokarten der Verstorbenen sammeln. Insgesamt gibt es davon 10 Stück. Dann kannst du diese Geistererscheinung auf einem Foto festhalten. Wenn du dich einem Ort näherst, wo ein Geist herumspukt, dann vibriert der Controller. Und deine Chancen stehen gut, dass du ein Selfie mit einem Untoten machen kannst. Witzig, aber auch ein bisschen gruselig. Sanji ist ein Hauptcharakter in One Piece und ein wichtiges Mitglied der Strohhutbande. Fans der Anime-Serie lieben den Blondschopf. Aber in Jump Force kann er dir aufgrund seiner moralischen Prinzipien tierisch auf den Sack gehen, weil er sich unter Umständen ganz einfach weigert, zu kämpfen. Jeder weiß, dass der Piratenkoch ein Riesenfabel für schöne Frauen hat. Dann verliert er den Kopf und kann nur noch an diese Damen denken. Im normalen Kampf gegen Männer hat er keine Probleme und seine Tritte sind verheerend. Aber wenn du Sanji in Jump Force gegen ein Dreiergespann an Frauen antreten lässt, dann verursacht er einfach keinerlei Schaden. Sanji verliebt sich und wird von einer Sekunde auf die andere zu Gewalt unfähig. Finde ich als Frau ziemlich liebenswert, geht Gamern im Spiel allerdings immer wieder total auf den Sack. Diablo 3 ist einfach ein sehr geiles Spiel mit hunderttausenden Fans, die einen nächsten Teil nicht erwarten können. Doch ganz zu Anfang hatten die Entwickler bei Blizzard mit Kritikern zu kämpfen, die den Artstyle des Spiels zerrissen. Sie fanden das Design zu comic-mäßig und aufgesetzt. Aber statt diese Nörgler zu ignorieren, schlugen die Jungs und Mädels bei Blizzard zurück. Und sie entwarfen das allseits beliebte Easter Egg-Level Whimsyshire, in dem unser Charakter durch eine quietschbunte Regenbogenwelt mit Wölkchen, Einhörnern und Teddybären wandern kann. Das Level selbst wurde ganz offensichtlich als Gegenentwurf zum restlichen Design des Spiels entworfen. Nur die Todesanimationen der Monster sind genauso blutig wie im restlichen Spiel. Gut gekontert, Blizzard! Das war's schon wieder für heute. Wenn ihr mögt, liked das Video und schreibt uns liebe Grüße in die Kommentare. Darüber freuen wir uns immer sehr. Oder ihr seid kreativ und schickt uns eure Videoideen, die wir für euch umsetzen sollen. Was auch immer ihr schreibt, danke dafür. Und jetzt habt noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.